Hermann van Veen sagt, Leben ist wie Schnee. Du kannst ihn nicht bewahren. Trost ist, dass du da warst. Stunden, Monate, Jahre. Sie war sehr oft da, im Film, im Fernsehen, im Radio. Manchmal ist ein Gesicht bekannter als ein Name. Doris Aberser war für mich eine hochprofessionelle Schauspielerin, super konzentriert, keine Diva und völlig uneitel. Wo willst denn du hin? Komm, trag das rein. Sie hat ja auch selber einen Sohn, im ähnlichen Alter wie ich. Du machst ja einen Krach am Sonntagmorgen. Deine Schwester ist noch nicht nach Hause gekommen. Nein. Also war sie als Mutter schon geübt und konnte dann mit so einem pubertierenden Etwas doch ganz gut umgehen. Holger! Was machst du denn da? Ich habe oftmals unsere Rasenmäher geliehen. Herr Frau Kunze, wir haben noch keinen. Ja, du interessierst dich ja auch nicht für unseren Rasen. Kannst du mir vielleicht mal die Netze abnehmen? Plötzlich stand man mit den Stars, die man aus dem Fernsehen kannte, gemeinsam vor der Kamera. Man war per Du. Was, ich sag mal, für einen 15-jährigen Laien schon eine Auszeichnung ist, wenn er eine Doris Aberser oder einen Rolf Herricht eben mit Du anreden darf. Also Fantasie habe ich auch. Und ich habe keine Lust, im nächsten Jahr für dich Alimente zu zahlen. Glaubst du wirklich, wir müssten dazu in den Harz fahren? Halt doch dein Scheißgeld! Fahren tue ich trotzdem! Was ist denn hier los? Holger will mit seiner Freundin verreisen. Nein. Holger, wie kommst du denn dazu? Und fangen wir auch noch an! Spießbürger her! Rotzflügel! Und dann klingelt morgens das Telefon und die Regie ist am anderen Ende und sagt, Rolf Herricht ist gestorben. Man denkt, schlechter Scherz, weil Rolf war 53. Dann stand zur Entscheidung, besetzen wir die Rolle neu, drehen wir alles nach. Aber man hat dann gesagt, nee, man kann nicht die letzte Filmrolle von Rolf Herricht einfach in den Papierkorb legen. Und man hat versucht, Lösungen zu finden. Weißt du, wo unsere Tochter wieder steckt? Wieder in Hoffmannslaube. Na, wie sie kommt und vor sich hin redet, als würde dort jemand sitzen. Und dann dieser Moment, den fand ich so, ach, du bist ja gar nicht da. Ich will gar nicht wissen, was sie da durch den Kopf geschossen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da, dass sowas geht an den Nieren. Da kannst du mir vielleicht sagen, wer bei ihr ist. Dieser Boudica vielleicht, oder? Ach, du bist ja gar nicht da. Man hat ihr immer alles abgekauft. Also sie hat wirklich das Vermögen gehabt, egal welche Rolle, du hast ihr alles geglaubt. Was ich schön fand, sie hat auch in Dresden gespielt. Sie hat ja am Staatsschauspiel gespielt und an der Staatsoperette. Muss man auch dazu sagen, Doris konnte singen. Sie hat ja in My Fair Lady mitgespielt und so weiter. Also eine Allround-Schauspielerin, wie man sich das nur wünschen kann. Wir hatten das Abschlussfest, wo auch gedreht wurde und die Doris wusste, dass ich meiner Filmpartnerin, die Ilona immer gebeten hatte, ach Mensch, die konnte Klavier spielen, spiel doch mal von Beethoven für Elise. Ich war damals verliebt in das Musikstück und das kriegte die Doris irgendwie mit und dann schenkte sie mir zum Abschied diese Schallplatte mit Widmung, da ist natürlich für Elise drauf. Ja, überreicht es mir und das hat mich wirklich sehr gerührt. Thank you.
Sie war einfach eine unheimlich disziplinierte Schauspielerin. Und das, glaube ich, hat sie mir klammheimlich mit auf den Weg gegeben. Ich denke, da ist sie auch ein Vorbild gewesen, wenn man das auch nicht mit 15 begriffen hat. Wo man dann noch nicht die Sensibilität hatte, war eben wirklich einfach mal zu sagen, danke. Danke, dass ich mit dir drehen durfte, danke, dass du dich um mich gekümmert hast, danke, dass wir so schön zusammen gearbeitet haben. Danke ist ein Wort, was man viel zu selten sagt.